Ja, wo ist denn Lilly hin? Ja, und willkommen zu einem neuen Part von Harveys Neue Augen. Ja, wo ist denn Lilly jetzt eigentlich? Ja, ihr habt's auch direkt erkannt. Wir haben im letzten Part den Ofen angestellt, wir haben Doris das Messer zurückgebracht und das Rezept haben wir ihr auch schon gegeben. Fehlt denn jetzt noch was? Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Fast alle. So, dat Katzenfutter, meine Güte, dat Katzenfutter. Bist du wegen dem Futter für die Katze hier? Dann habe ich schlechte Nachrichten. Solange ich nicht die Konservendose aus dem Keller habe, kann die Obere noch lange auf das Futter warten. Achso, ich habe aber die Büchse dabei. Du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Stimmt. Das Wow. heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Sobald wir die. Was soll denn das für eine Challenge sein, den Teller? Hä? Brauchst nichts zu sagen. Ich hab schon gemerkt, dass der Ofen wieder läuft. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Okay. Ja, ich habe aber auch Hunger. Bevor du wieder nach Essen fragst, es ist jetzt schon Stunden her. In dieser Phase werden meine. Sie knacken, Kinderbein. Ich habe sie. Nicht mehr unter Kontrolle. Das kennen wir schon. Gut, dann können wir jetzt zur Oberen gehen und. Oh, Alter, ja, ich stimmt ja. Oh Mann. Der arme Clown. Dessen Namen ich übrigens schon wieder vollkommen vergessen habe. So, zack. Da ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Das Gemälde da rechts sieht immer noch so aus, als würde da gleich jemand durchglotzen. Ein riesiger Braten stand im Essenslift. Das musste Lumpis Abendbrot sein. Liegt ein bisschen schwer im Magen. Ach, die Taube stimmt ja, die ist hier oben im Gebälk irgendwo. Shit, wie kommen wir denn daran? Ne, den Teller haben wir nicht bekommen. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Indem sie einfach den Teller nimmt und den Braten da drin liegen lässt. Oh. Hier, friss. Friss und vergiss. Alter, das ging aber schnell. Also für eine Tyrannia-Pflanze ist die echt schnell. So, hier, zack, rein damit. Essen der Oberen? Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. I. Kann ich den hier irgendwie an den Platz stellen? Nein. Ja, wir müssen jetzt nur irgendwie. Hier gibt es einen Haken. Die Sache hat eindeutig einen Haken. Nein, oder? Oh, doch. Da wird sie doch immer dann ganz, ganz wütend, wenn sie das Bild sieht. Ja, hier rechts haben wir noch das Gemälde. Kann er da? Hm. Ja, das Essen der Oberen haben wir jetzt dabei, aber wir können sie nicht hinstellen. Ich stelle jetzt mal wieder in den Essenslift. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Just random things. Wenn wir noch Lumbi, das Futternäpfchen. So, wir können jetzt wieder rausgehen, oder? Wir haben doch unsere Aufgabe erfüllt. Hey, wo willst du hin? Bitte die Katze!
Hab ich doch. Dann machen wir es jetzt eben wieder falsch. Hier. Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Ach, deswegen sollten wir das Bild dahin machen, damit er da hochkommt. Ach, das hatte Lumpi gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Los, Lumpi, los! Los, Lumpi, los! Los, Lumpi! Lilly erinnerte sich noch gut an die Klosterschulordnung. Man durfte Knallfrösche nur dann benutzen, wenn es einen triftigen Grund dafür gab. Irgendwie so. Es gibt einen triftigen Grund. Lilly hatte mal ein Bild gesehen, auf dem eine Taube Knallfrösche im Schnabel trug. Oder zumindest etwas Ähnliches. Aber spontan fiel ihr keine Möglichkeit ein, die Feuerwerkskörper zur Taube zu bekommen. Werfen. Lilly konnte nicht besonders hoch werfen. Ach so, ja, sagt er doch Lilly gleich. Lilly konnte nicht, aber sie war ganz gut darin, Sachen hinunterzuwerfen. Ja, das glaube ich ihr sofort. Ach, das hatte Lumpi gerochen. In diesem Moment fühlte sich Lilly noch kleiner als sonst. Ach so. Lilly behielt die Idee im Hinterkopf. Lilly behielt die Idee im Hinterkopf. Der Plan war heikel, aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Nanu, wie ich sehe, hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Dass sie das Bild nicht aufregt. What the fuck? Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? Oh Herr, ich danke dir. Ich... Das war so klar. Was? Das... Diese verfluchten... Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Lilly! Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Mach's gut, Lillifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Psst. Oh oh. Lilly, schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Wie ist er freigekommen? Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell. Mal ganz kurz, ja, wir sollten den Spitzel für die Oberin einsperren, damit er nicht mehr irgendwie was rausfinden kann, ja? Der Typ ist eindeutig der Spitzel für die Oberin, er hat nämlich einen Horchposten, so. Er tut jetzt einen auf toller Mensch und wir werden sowas von in eine Falle gelockt. Wieso ist der Stuhl so riesig? Lilly wollte erst noch ein wenig mit Garretts Sachen spielen.
Wo sind sie? Sie können nicht weit sein. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Lily ließ sich nicht von Garretts Hektik anstecken. Sie wollte sich erst einmal alles in Ruhe angucken. Kann es sein, dass es hier einen Geheimgang gibt? Ich glaube, Sie haben recht. Lassen Sie mich einen Augenblick nachdenken. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem... Okay, ja, hier wäre jetzt noch ein Monitor. Lily ließ sich nicht... Sie wollte... Wo sind... Sie können nicht mal... Andere... Da können wir auch nichts mitmachen. Lily wollte eher... Wo sie können... Andere... Okay, also wir hätten jetzt die zwei Sachen und da können wir halt... Hä, wie dumm. Nicht trödeln. Na los. Hier können wir auch nichts weitermachen. Stopp! Da oben. Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje, aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass Sie diese Aufsässigkeit in Ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Wie zur Hölle kommt er mit einem Rollstuhl die Treppe hoch? Es gibt nur diese eine Treppe. Wie hat er es da hoch geschafft? Ist er Jesus? Nein, er ist Dr. Marcel. Das war also dieser Dr. Marcel, von dem alle sprachen. Ja, den, den keiner leiden kann. So, können wir mit ihm reden? Sicher war der Doktor ein Mensch, mit dem man über alles reden konnte. Aber Lily fiel einfach kein Gesprächsthema ein. Ja, wen wundert's? Auf zum Brunnen. Wir sind die letzte Schülerin auf dem Gelände. Also Edna wollte eh zur Schaukel. Oh, da ist Ednas Tagebuch. Als Lily den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Das brauchen wir sofort. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lily versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Lily, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein, zu spät! Da ist sie! Alter, der geht ja ab. Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen, hä? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberin widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache! Amüsiere uns! Oh, wir haben sogar Gesprächsoptionen. Alles Ednas Schuld. Garrett hat es mir befohlen. Dr. Marcel ist böse. Bären für die Oberen. Das gefällt mir. Nazi-Vampire im Hintergarten. Das gefällt mir auch. Also die Bären für die Oberen gefallen mir sehr gut. Das dauert mir zu lange. Alles klar. War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Woogie, Woogie. Woogie. Ha! Woogie! In der Tat. Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lily, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Oh. Das Chaos, Lily. Wer ist dafür verantwortlich?
Nun rede schon, du nutzloses Kind. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberin. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Sie wird nichts sagen. Kennst du die Antwort, Lilly? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Alter, ist die Musik laut gewesen. Boah, todesrot. Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Niemals. Nein. Nein. Ich sagte nein. Nö. Nein. Mal gucken, was passiert. Es gibt genau zwei Samples davon. Ist ja lustig. Aber gut, was passiert, wenn wir ja sagen, was wir ja nur irgendwie leider machen müssen? Das, meine Freunde, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Peace out, Raccoon Stay Play und ciao.